Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hier auf meinem Kanal. Ich weiß gar nicht, ach so, ein Miststreuer ist das. Ich wollte gerade sagen, hä, was haben wir da denn gekauft? Gehört auch noch uns. Wir wollen aber sehen, dass wir den Mais reinkriegen. Ich werde mal eben die Geschwindigkeit auf 5 stellen. Der Mais ist nämlich noch nicht reif, aber wir können hier diesen Krempel schon mal... Wir haben was vergessen, Mann. Warum sagt denn keiner was? Wir brauchen doch, wenn wir den Mais abernten wollen, gell? Brauchen wir doch noch was. So, Krone, easy. Oh, wie weit sind die hier drin? Collect. 9 Meter. Dinger. Was gehören die denn? Ach so, zum John Deere. Okay. 9 Meter. 1,5. Ah, ist schon recht großes. Das würde ich sagen, das kaufen wir jetzt mal. Jawohl. Okay. Ich habe ein bisschen was gemacht. Ich habe in der Zwischenzeit so ein paar Dinge ausprobiert bezüglich Gras und Heu. Du musst, ich weiß nicht, ob es an Seasons liegt, aber du musst unheimlich viel Bänden und Schwaden und hast du nicht gesehen. Und dann ist das Zeug immer noch kein Heu. Deswegen habe ich eine Grastrocknung aufgebaut. Diese schöne, wie ich sie mal bei True Farming gesehen habe, finde ich irgendwie nicht mehr. Das war diese Halle. Oder das war eine Halle, vorne konntest du reinfahren, hinten wieder raus. Und das Ding fand ich eigentlich ganz nice, muss ich ganz ehrlich sagen. So mit diesen verschiedenen Heubunkern da drin, also so wie es in Real auch ist. Ich finde das Ding nicht mehr. Ich muss da nochmal suchen, weil die gefielen mir natürlich wesentlich besser als so Silos. Weil ich glaube, Silos sind da unter Umständen sehr unrealistisch. Und, steig mal ein ins Fahrzeug. Übrigens immer noch, Entschuldigung, wenn es hakt. Ich habe inzwischen mal mit Leuten bei mir aus dem Team gesprochen. Die haben alle das gleiche Problem. LS hakt. Selbst auf dem eigenen Rechner. Und bei Aufnahmen dann erst recht. Es ist, ja, nicht erklärbar, warum es so ist. Der muss über den HDMI-Port dermaßen viele Daten rausschaufeln, dass meine Capture-Card damit hoffnungslos überlastet ist. Ja, bin sowieso am Überlegen. Ich bin ja dabei, mein altes Handy zu verkaufen. Davon würde ich mir eine neue Capture-Card zulegen. Eine größere eventuell. Und schiele so ein bisschen auf Elgato, muss ich sagen. Ich weiß es nicht. Vielleicht sogar eine zum Einbauen. Da muss ich mir meinen Rechner nochmal angucken. Da muss man schauen, was taugt oder nicht. In meiner Elgato könnte mir natürlich auch eine zur Verfügung stellen. Aber das werden sie nicht machen. Wäre natürlich nice. Zweifel müssen wir auch noch mal ein Fahrzeug mieten. Das müssen wir dann mal sehen. So, achso, hier sind. Da ist unser Maisacker. Das ist ein riesen Ding. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt diese Variante mit diesem diesem Cargo hinten dran besser als das Ganze in einem Gerät. So, im Wachstum immer noch. Wir können uns mal die Wiesen angucken in der Zwischenzeit. Was wir hier gemacht haben auf den Feldern. So, hier habe ich Hafer drauf im Wachstum. Wir haben früher Herbst.
Hoffen, dass das Wetter beständig bleibt. Diese Wiese hier habe ich komplett neu angesät und gemacht und getan und gedüngt. Da werden wir dieses Jahr dann nicht mehr drauf kommen. Ups. Hier haben wir ein Feld, da haben wir auch wieder Hafer drauf, auch für Stroh. Das werde ich diesmal dann eventuell so einsammeln. Mal gucken, Ballen sind ja noch da. Hier haben wir unser Ackergras abgeerntet. Ja, und das war, wie gesagt, mit dem Wenden und Schwaden. Ich habe das ausprobiert. Das ist ein Heidenaufwand. Und ich weiß nicht, wie oft du das Wenden und Schwaden musst. Zeige ich euch gleich die Grastrocknung. So, hier ist auch noch unser Feld. Vorne scheint, wenn es kein Schatten ist, irgendwas nicht aufgegangen zu sein. Ja, doch hier. Mal mit Leben. So, wir laufen mal eben hier über unseren Hof. Das hier finde ich auch mega, wenn es dunkel ist. Schön viel Licht, das Ding leuchtet schön in Orange oder Rot, habt ihr auch schon mal gesehen. Pferdehof, da haben wir auch ordentlich Licht, wie sich das gehört. Da ist aber noch eine Struff. Verlaufen. Hier geht's lang. So, das ist der andere Hof. Hier haben wir später für die Kühe eine Mischfutterherstellung. Hier wird auf jeden Fall Heu und Stroh reinkommen. Dafür müssen wir keine Ballen pressen. Stehen auch schon erste Maschinen. Unsere Kalkproduktion ist sehr gut dabei. 648.000. Das Salz können wir wahrscheinlich dann verkaufen. Da müssen wir mal schauen, wo wir das Zeug loswerden können. So, das hier ist ein Fermenter. Häckselgut oder Gras. Und raus kommt Silage. Wir werden aber trotzdem mit einem Teil von dem Zeug hier hinten dieses Fahrsilo bestücken. Was denn? Eine Egge. Das hier. Ja, und jetzt gehen wir mal runter zur Heutrocknung. Grastrocknung eigentlich. Auch schön beleuchtet das Ganze. Übrigens, Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner, klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt. Und ihr dürft natürlich auch meinem Twitch-Kanal folgen. So sieht es aus. So. Das Ding ist relativ schweigsam, man hört nichts. Hier sind keine Displays dran, wenn ich nicht eins hingestellt hätte, was sogar funktioniert. Also das ist echt absolut leise. Im Moment sehen wir. Ja, was ist jetzt eigentlich was? Das da oben ist Gras. Das heißt, er hat das Gras jetzt schon komplett in Heu umgewandelt. Sprich, wir könnten wieder befüllen. Wir haben jetzt 500.000 drin. Ich glaube, mehr geht da auch nicht rein. Gut. So, und dann haben wir hier unser kleines Büro. Ein Büro. Büro. Kommt man da rein? Das ist mal so zum, ne? Zum Kaffee schlürfen. Eigentlich Licht. Automatisch. Scheint automatisch an zu sein, oder? Könnte man auch noch ein paar Lampen hinstellen. Aber da muss ich mal gucken, was wir hier noch machen.
Hat hier auf der Gegenseite. Gott sei Dank wieder weg, weil ich nicht gespeichert habe. Gott sei Dank. Ich hatte hier einen Hühnerstall hingepfercht. Der hat das Gelände aber dermaßen weit aufgewühlt, dass ich direkt aus dem Spiel wieder rausgegangen bin. Ohne zu speichern, damit eben genau dieses nicht so bleibt, wie es ist. Ja, ich würde sagen, wenn die Maisernte beginnt, haben wir eine Menge zu tun. Wir haben auch schon unseren 500.000 der Anhänger an die Seite gestellt. Dieses gemogelte Ding, ne? Ihr wisst. Glaube, da gehen 5.000 rein, ne? Ja. Unrealistisch, aber egal. Ja, jetzt warten wir, was der Tag bringt, ne? Zeit geht voran. Vielleicht noch mal ein bisschen schneller machen, obwohl das in dieser Folge bald nicht mehr lohnt anzufangen. Aber wir machen trotzdem, aber gucken mal, wo wir zeitlich gesehen hinkommen. Manchmal muss man solche Dinge tun. Eventuell kriegen wir dann Tierhaltungskosten. Und 5.000 für den Mietstall eingegangen. Okay. L. L. Acker noch nicht reif ist, dann müssen wir noch ein bisschen länger machen. Immer noch im Wachstum. Guckt euch das an. Wahrscheinlich auch für die anderen Felder. Wollen wir einmal hier rüberlaufen. Gleich hier eins. Alles noch im Wachstum. Ja. Während wir das, wenn dieses Wachstum abgeschlossen ist, werde ich die Zeit auf Null stellen. Was schön ernten können. Oder ich stelle die Zeit auf 1, müssen wir mal gucken. Weil wichtig ist mir eigentlich, dass mir keine Felder verderben. Ich lasse diese hier parallel durch Helfer abernten. Das kann man natürlich auch machen. Also es wird knapp, würde ich mal sagen, ne? Immer noch im Wachstum. Mann, 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 Mann. Mann, guckt euch das mal an. Laufen mal einmal drum herum. Ja, das ist aber ein Feld, ne? Da kommt aber mal was runter, ne? Alter Verwalter. Ich glaube, da können wir ein paar Cargos mehr noch ranholen zur Miete. 3 Stück oder so. Oder 2 zumindest. Haltungskosten, da müssen wir jetzt auch drauf achten, dass wir die entsprechend füttern, sonst gibt es wieder Minusgebühren.
Immer noch im Wachstum. Eieieiei. Aber ja. Wir werden uns in der nächsten Folge, ich werde das Tempo nochmal drosseln, werden wir uns mal um die Pferde nochmal kümmern. Verfault? Warum das denn? Wann bitteschön war das denn erntereif? Alter Verwalter, ist jetzt nicht euer Ernst und die anderen Felder dabei oder was? Wo haben wir nicht gewettet? So haben wir nicht gewettet, liebe Freunde. Das werden wir erstmal wieder herstellen. Also sorry, da müssen wir ein bisschen mogeln, sonst haben wir überhaupt nichts mehr zu tun. Hier F11, pass auf. Was haben wir drauf? Hafer, ne? Ein Tag war es noch im Wachstum und jetzt schon verfault. Ihr habt wohl einen Haschmich. So, Düngemittel 100%. Wachstumszustand. Was haben wir denn da als höchste Stufe? 8. 7 war. Gucken, was dabei rauskommt. So, das ist erntereif. Das können wir natürlich bei den anderen Feldern dann auch entsprechend machen. Das werden wir auch machen. Wir wollen ja was zu tun haben, Mann. Guck mal, schon ist die Welt wieder in Ordnung. Hier das Gleiche. Nettes Tool. Ab und zu braucht man's. Aber wir haben schon wieder maßlos überzogen. Wie es hier weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao und seid beim nächsten Mal einfach wieder dabei. Tschüssi.